Jesus, wir danken dir, dass du, ja, dass du dich hingegeben hast im Dienst für uns, Herr. In der Liebe hast du uns höher geachtet als uns selbst, als dich selbst, Jesus. Und ja, wir danken dir dafür. Wir danken dir für deine Gnade und Güte, dass du uns siehst, dass du uns liebst und dass du alles für uns hast, was wir brauchen. Wir beten, dass du dein Wort jetzt auch segnest für uns, dass wir von dir hören, dass dein Wort tief in unsere Herzen fällt. Ich danke dir, dass dein Wort Kraft hat, uns zu reinigen, uns zu erneuern, uns auszurichten, Kraft hat auch, uns zu bewegen. Und das bitten wir einfach, dass du das tust hier heute Morgen, wenn wir dein Wort lesen und darüber nachdenken, dass es in uns tief hineinfällt und Frucht bringt, Herr. Segne jetzt dein Wort für uns. Amen. Okay, liebe Geschwister. Wir sind in Jesaja, Kapitel 3. Wir steigen ein in Vers 13. Der Herr steht da zum Rechtsstreit und er tritt auf, um die Völker zu richten. Der Herr wird ins Gericht gehen mit den Ältesten seines Volkes und dessen Obersten. Ihr habt den Weinberg abgeweidet, das dem Elenden geraubte ist in euren Häusern. Was fällt euch ein? Mein Volk zertretet ihr und das Gesicht der Elenden zermalmt ihr, spricht der Herr der Heerscharen. Das Wort, was Gott Jesaja hier gibt in diesen Versen, in diesen Kapiteln, ist vor allen Dingen ein Ruf zur Umkehr, ist ein Ruf an sein Volk. Und ja, er sieht auch und besonders die Verantwortlichen im Volk. Und er sagt, ihr, die ihr Verantwortung tragt, ihr werdet auch zur Verantwortung gezogen. Gott gibt uns Verantwortung. Er sagt hier, ich gebe dir Menschen in deine Verantwortung. Du sollst für sie da sein, du sollst sie leiten, du sollst sie führen, du sollst ihnen dienen. Damit verbunden ist aber die Verantwortlichkeit vor Gott. Überall da, wo wir Verantwortung über Menschen erhalten haben, können wir sicher sein, dass wir von Gott zur Rechenschaft gezogen werden. Sei es, dass wir Vater oder Mutter sind, Großvater, Urgroßvater, Urgroßmutter. Sei es, dass wir eine verantwortliche Position in unserem Job haben, über Menschen, als Erzieher oder Lehrer, über Kinder. Sei es im Büro als Leiter über eine kleine Truppe von Mitarbeitern. Oder sei es eben noch größere Verantwortung. Es ist schön, wenn man das, was Gott einem gegeben hat, einsetzen kann und Menschen dadurch segnen kann. Aber Gott sagt seinem Volk, vergiss nicht, dass du, der du Verantwortung trägst und der du auch Macht hast, dass du
verantwortlich bist vor mir. Ich werde dich richten. Ich bin Richter über dein Handeln, wie du deine Verantwortung, die dir gegeben wurde, ausgeübt hast. Und Gott sagt, ich sehe den Elenden, ich sehe den Schwachen, ich achte auf ihn. Gottes Herz ist mit den Armen. Gottes Herz ist mit denen, die keine Macht haben, die machtlos sind, die schwach sind. Das sehen wir zum Beispiel im Psalm 113. Da sagt Gott im Heiligen Geist, lässt er hier den Psalmisten beten: Wer ist wie der Herr, unser Gott, der hoch oben thront, der in die Tiefe schaut, im Himmel und auf Erden? Der aus dem Staub emporhebt den Geringen, aus dem Schmutz den Armen erhöht, um ihn sitzen zu lassen bei Edlen, bei den Edlen seines Volkes. Guck mal, wie Gott seine Verantwortung über uns Menschen ausübt. Er ist hoch erhaben, er sitzt auf dem hohen Thron. Was tut er aber? Er schaut auf den Elenden, er sieht den Elenden, er sieht den Schwachen. Und was macht er? Er beugt sich herab. Noch mehr. Er kommt hinein in den Staub. Er wird selbst zu Staub. Er wird so wie wir. Er wird ein Knecht. Um dem Elenden zu begegnen, in dem Elend, in dem er steht, in dem er ist. Und dann hebt er ihn empor. Er benutzt seine Kraft nicht, um niederzudrücken. Er benutzt seine Kraft nicht, um sich selbst groß zu machen, sondern benutzt seine Kraft, um den Schwachen, den Armen, den Kleinen groß zu machen. Das ist Gottes Wesen, das ist Gottes Herz. Und wir sehen das in Jesus Christus, im Markus-Evangelium, Kapitel 10. Und es ist zuallererst hier eine Botschaft an uns, an diejenigen, die wir an Jesus glauben, die wir ihm nachfolgen, seine Jünger. Er ruft seine Jünger zusammen, die unwillig sind, die frustriert sind, die sich ärgern, die genervt sind über das Karrierestreben anderer in der Gemeinde. Und das Genervtsein ist, ja, manchmal ist es vielleicht richtig, hat es die richtige Richtung. Es ist der heilige Zorn, den Jesus im Tempel gezeigt hat. Aber oft ist es gar nicht das, sondern oft ist es eher der Neid. Oft ist es der Gedanke, was fällt dem ein, dass er sich hier so groß versucht, groß zu machen, weil er tief in meinem Herzen nicht selber groß sein will. Aber Jesus ruft die Jünger alle, er ruft uns alle zusammen und sagt, hey, ich habe euch mal was zu erzählen. Vers 42, Jesus rief zu sich und spricht zu ihnen: Ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nation gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So ist es in der Welt, so sind die Menschen. Die Gewalt, die Macht haben, üben Gewalt aus. Sie, die groß sind, wollen auch groß sein und groß bleiben, wollen nicht, dass andere groß werden.
So aber ist es nicht unter euch. Sondern wer unter euch groß werden will, soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, soll aller Sklave sein. Jesus sagt hier im Grunde, wenn du mit mir gehen willst, wenn du mit in der Schar derer sein willst, die zu mir gehören, dann muss eine grundlegende Veränderung deines Herzens stattfinden, eine grundlegende Neuausrichtung. Das, was wir Menschen sonst so haben, das Streben danach, selber groß zu sein, das muss genau ins Gegenteil gewandelt werden. Klein zu sein und zu dienen, das sollte dein Streben sein. Das sollte dein Antrieb sein. Wem kann ich noch dienen? Für wen kann ich noch da sein? Wo ist noch ein bisschen Kraft in mir, dass ich jemanden unterstützen und ermutigen kann und segnen kann? Wo ist noch jemand, der kleiner ist als ich, den ich größer machen kann als mich? Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Das ist Jesus' Mission gewesen, in den Staub hinabzukommen, um die Elenden und Armen aus dem Staub herauszuholen, aus der Vergänglichkeit. Wisst ihr, der Staub ist auch unsere Vergänglichkeit. Wir sind alle des Todes aufgrund unserer Sünde. Aber er ist gekommen, um uns herauszuheben aus dem Staub, um uns ewiges Leben zu schenken, ewige Gemeinschaft mit Gott, dass wir wirklich Söhne und Töchter des ewigen, lebendigen Gottes sind, der die Quelle des Lebens ist. Er möchte uns so gerne Leben schenken, dafür ist er gekommen als Diener und hat sein Leben für uns gegeben. Und Jesus sagt, das soll euch nicht kalt lassen. Das soll nicht etwas sein, was für euch bedeutungslos ist, sondern das soll euer Leben prägen. Diese Haltung. Und deswegen soll es auch in der Gemeinde so sein. 1. Petrus 5. Und ihr müsst jetzt eigentlich alle gar nicht zuhören. Da müssen nur irgendwie so 3, 4 Leute zuhören. Der Rest kann weghören. Nein, der Rest kann sich das anhören und denken, ja, genau. Aber wie gesagt, ich glaube, dass Jesus diese Dinge nicht nur speziell für die Ältesten der Gemeinde sagt, sondern grundsätzlich für uns, die wir Verantwortung tragen. Er möchte, dass Männer und Frauen diese Gesinnung in sich tragen und darin wachsen. Die Ältesten unter euch, 1. Petrus 5, ne? Die Ältesten unter euch nun ermahne ich, der Mitälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhaber der Herrlichkeit, die offenbart werden soll, hütet die Herde Gottes, die bei euch ist, nicht aus Zwang, sondern freiwillig. Gottgemäß. Gottgemäß. So wie Gott, heißt das. Auch nicht aus schändlicher Gewinnsucht. Was habe ich davon? Was kann ich am Ende davon bekommen? Sondern bereitwillig. Nicht als die, die über ihren Bereich herrschen, sondern indem ihr Vorbilder der Herde werdet. Und wenn der Oberhirte offenbar geworden ist, so werdet ihr den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Das ist eine Verheißung, eine Ermutigung.
wenn du Verantwortung trägst, dann entscheide dich, den Weg Jesu zu gehen, ihm nachzufolgen. Und dann wirst du am Ende nicht beschämt sein, wenn du Verantwortung in die Verantwortung gezogen wirst, sondern du wirst sogar den Sieges, den unverwelklichen Siegeskranz der Herrlichkeit empfangen. Was steht über die 24 Ältesten in der Offenbarung? Genau, Jens. Sie nahmen ihre Kronen, die sie empfangen hatten, und warfen sie zu Füßen dessen, dem alle Ehre gebührt. Und das ist es. Wisst ihr, wir können das doch gar nicht. Wir kriegen das doch gar nicht hin. Wir sind so unfähig dazu, so zu sein wie Jesus. Aber Jesus ist gnädig und barmherzig. Er ist ja auch für uns Älteste gestorben. Für unsere Fehler und unsere Schwächen und unser Versagen. Um uns zu reinigen davon und uns zu erneuern durch die Kraft seines Heiligen Geistes, damit wir den Dienst so ausüben, wie er das hier möchte, freiwillig, gottgemäß, nicht auf Gewinn aus sein, bereitwillig, nicht herrschen, nicht mit Gewalt niederdrücken, aufheben, ermutigen, segnen, dienen, vorangehen, das ist das, was Gott von uns möchte. Und Geschwister, wo wir darin versagen, vergebt uns bitte. Und betet für uns, dass wir es besser hinkriegen. Paulus ist uns so ein großes Vorbild darin. 2. Korinther 4, Vers 5. Er sagt, wir predigen nicht uns selbst. Es geht nicht um uns, es geht nicht um mich, sagt Paulus. Es geht nicht darum, dass mein Name bekannt wird. Mein Dienst. Sondern Christus Jesus als Herrn. Den König Jesus. Ich möchte, dass Jesus bekannt wird. Ich möchte, dass Menschen an Jesus glauben, dass Menschen Jesus begegnen, dass Menschen die Kraft und die Liebe Gottes in unserem König Jesus erleben und erfahren. Das möchte ich. Und dass sie ihn als ihren Herrn annehmen und ihm folgen und erleben, wie wunderbar es unter der Herrschaft Gottes zu leben, unter der befreienden Herrschaft der Liebe Gottes in Jesus. Wir predigen nicht uns selbst, sondern Christus Jesus als Herrn, uns aber als eure Sklaven um Jesu Willen. Weil Jesus mich beauftragt hat, weil Jesus dich, weil Jesus uns beauftragt hat, einander und allen Menschen zu dienen, deswegen predigen wir uns als Sklaven. Das ist eine krasse Herausforderung, oder? Hallo, ich bin dein Sklave. Krass, oder? Natürlich ist da Jesus noch dazwischen. Das ist, Jesus ist mein Herr. Okay? Aber um Jesu Willen, er will das so, dass ich meinem Nächsten diene in der Liebe. Dass ich ein Diener bin für meinen Nächsten. Insbesondere auch untereinander in der Gemeinde. Das will Jesus. Von den Großen und von den Kleinen. Allen miteinander. Wir gehen zurück zu Jesaja. Jakobus sagt auch, werdet nicht viele Lehrer, denn wir werden ein schwereres Gericht empfangen. Das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Wenn man Verantwortung will, wenn man leiten will,
dann bedeutet das auch immer, dass man größere Verantwortung trägt und dass man das vor Gott auch verantworten muss. Aber Gott ist gut und er hilft uns. Er steht uns bei, er rüstet uns aus. Und er ist gnädig, da wo wir versagen. Aber da, wo wir meinen, dass wir etwas sind, wo wir doch nichts sind, da zeigt sich Gott hart. Er widersteht den Hochmütigen, den Demütigen ist er gnädig. Wenn wir meinen, wir haben es drauf und eigentlich wartet die Welt nur auf mich, weil ich so fähig bin, vergiss es. Das ist nicht das Herz, was Gott sucht. Wir gehen weiter in Vers 16 von Jesaja 3. Und der Herr sprach, weil die Töchter Zions hochmütig sind, mit hochgerecktem Hals dahergehen und verführerische Blicke werfen, weil sie trippelnd einherstolzieren und mit ihren Fußspangen klirren. Deshalb wird der Herr den Scheitel der Töchter Zions grindig machen und der Herr wird ihre Stirn entblößen. An jenem Tag wird der Herr wegnehmen den Schmuck der Fußspangen und Stirnbänder und Halbmonde, die Ohrgehänge und Armketten und Schleier, die Kopfbunde und Schrittkettchen und Gürtel und Riechfläschchen und Amulette, die Fingerringe und Nasenringe, die Prachtkleider und Mäntel und Umschlagtücher und Beutel, die Handspiegel und Hemden und Turbane und Überwürfe. Das ist eine Liste, oder? 21 Dinge werden hier aufgezählt. 3x7. Deine 3x7 Sachen. Die 3x7 Sachen einer Frau. Ganz wichtig. Und was sagt Gott? Ich nehme es alles weg. Und? Kannst du dann noch existieren? Kommst du dann noch klar, wenn das alles weggenommen ist? Das passt natürlich oder gehört zu dem, was Gott vorher gesagt hat in Kapitel 3. Ich nehme weg jede Stütze. Worauf stützen wir uns? Ist immer wieder die Frage. Und wisst ihr, diese ganze Sache mit der Schönheit, ne? Hier wird uns ja gesagt, worum geht es? Es geht darum, gerade hier in Bezug auf Frauen, dass Schönheit so bedeutsam, so wichtig ist, dass du anziehend bist, dass du anziehend wirkst, erscheint so wichtig, so bedeutsam. Und wir leben in einer Zeit, das ist immer noch so, wo das Äußere, wo das Image, wo das Bild so wichtig ist. Und schau dir dein eigenes Profilbild mal an, bitteschön, auf WhatsApp oder auf Instagram oder wo immer du dich selbst darstellst. Prüf das selber mal. Wisst ihr, die ganze Sache mit der Schönheit, das ist, Gott hat diese Welt schön gemacht. Am Anfang hat er alles schön gemacht und Adam und Eva waren schön. Wir wissen nicht, wie sie genau ausgesehen haben, aber sie waren schön. Es war alles sehr gut. Kein Makel. Dann kam der Sündenfall. Und ja, dadurch ist alles verdorben. Körper, Seele, Geist. Und ja, wir haben diese Sehnsucht oder wir haben dieses Streben nach Heil, nach etwas, was ganz ist, was vollkommen ist. Und ja, es ist schön, mit den schönen Dingen, die Gott gegeben hat, umzugehen. Aber das, worum es hier geht, ist das etwas, wonach ich strebe, um einen Wert zu haben? Will ich mir Wert verschaffen dadurch? Will ich mir dadurch
höheren Wert verschaffen? Will ich dadurch Menschen an mich binden? Will ich dadurch Lob und Komplimente bekommen? Ist es das, was ich suche? Und da kann man auch weitergehen. Das ist hier nur ein Bereich, Schmuck und Schönheit. Wodurch schmücke ich mich? Was ist mein Schmuck? Paulus sagt in Philipper 3 so einen ganz zentralen, wichtigen Satz. In Philipper 3 sagt er, Vers 7, aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust gehalten. Was auch immer mir Gewinn war, was auch immer wertvoll und wichtig für mich war, weil es meine Identität ausgemacht hat, meinen Wert. Das habe ich, als ich Christus kennengelernt habe, als er mir begegnet ist, als ich ihn erkannt habe, seine Schönheit, seine Größe, seine Herrlichkeit, seine Liebe, als ich ihn erkannt habe, da habe ich gedacht, was soll ich jetzt noch mit diesen ganzen Schmuckkästchen? Was soll ich mit den ganzen Kettchen? Was soll ich mit dem ganzen Schminkkoffer? Weg damit! Christus, ja! Ich habe alles. Und so viele Christen, so viele Menschen, die in christliche Gemeinden gehen, so viele, die vielleicht auch in christlichem Elternhaus aufgewachsen sind, sind wie der ältere Sohn. Sie haben den Vater. Sie haben diese Nähe, sie haben diese Gemeinschaft, sie haben diese Liebe, sie haben alles. Aber es ist nicht genug. Es reicht nicht. Warum? Weil sie blind sind für den Reichtum, den sie haben. Und es wird erst offenbar in dem Moment, wo der jüngere Sohn nach Hause kommt. Und der Vater ihn mit dieser Liebe überschüttet, erst da wird es offenbar, dass in diesem älteren Sohn ein fettes Problem da ist. Er ist nicht froh und frei und zufrieden. Er ist nicht erfüllt von der Liebe des Vaters. Nein, er hat sein Herz hart gemacht. Er hängt sein Herz an ein Böckchen. Anstatt an den Vater. Und wie ist der Vater? Er ist voller Liebe. Er geht diesem Sohn entgegen. Er geht uns allen entgegen. Wenn du heute hier sitzt und nicht erfüllt bist von Freude und Frieden und Dankbarkeit, dass du Jesus hast und dass du zu ihm gehörst, dann ist der Vater heute da und kommt dir entgegen und sagt, hey, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines, ist dein. Du bist mein geliebtes Kind. Ich schenke mich dir selbst. Ich bin dein und du bist mein. Und nichts kann uns trennen. Nichts kann unsere Liebe zerstören. Was auch immer mir Gewinn war, was auch immer dir oder mir jetzt Gewinn ist, wo wir sagen, ja, das hätte ich aber gerne oder das habe ich und das will ich nicht loslassen. Das sagt Jesus zu dem reichen Jüngling. Verkaufe alles, was du hast. Gib's den Arm. Und häng dein Herz ganz an mich. Folge mir nach. Lass doch alles andere los. Da stand, Jesus hatte ihn lieb gewonnen.
Jesus hat dich lieb gewonnen. Er hat mich lieb gewonnen. Er sagt, hey, ich finde dich wunderbar. Ich möchte dich gerne bei mir haben. Ich möchte gerne mit dir starten in ein aufregendes Abenteuerleben. Bist du dabei? Ja, ich hänge so sehr an meiner Serie. Du kannst alles Mögliche da einfügen. Prüf das. Wie gesagt, für manche Frauen ist es, na, sind es die 3x7 Sachen. Und Gott sagt, wenn du dein Herz darauf hängst, irgendwann nehme ich es weg. Irgendwann ist deine Schönheit verblichen. Willst du darauf deinen Wert gründen? Tu es nicht. Das geht alles verloren. Alle diese Dinge gehen verloren. Aber das, was bleibt, ist die Liebe Gottes in Jesus Christus. Das ist das, was bleibt. Wir gehen zurück in Jesaja. Jesaja 3, Vers 24. Und es wird geschehen, statt des Wohlgeruchs wird Moder sein. Ja, das ist es. Na? Irgendwann liegen wir dann da im Pflegebett. Da ist kein Wohlgeruch mehr, da ist Moder. Denkst du, du kommst drumrum? Nein. Es sei denn, Jesus kommt vorher wieder und nimmt uns alle. Oh, Jesus, komme bald. Aber wisst ihr, Jesus hat doch was vor. Er möchte unser Herz verändern. Deswegen sagt er, ich möchte, dass diese Dinge, an die du dich klammerst, an die du dich hängst, lass es los. Etwas sein zu wollen, etwas sein zu müssen. Du bist schon mein geliebtes Kind. Ohne irgendetwas, was du leistest. Mit der schiefen Nase, die du hast, mit den krummen Beinen, mit was weiß ich, mit all den Einschränkungen deines Lebens, bist du mein geliebtes Kind in Ewigkeit. Und ja, ich werde alles heilen, ich werde alles neu machen. Du wirst auch einen neuen Körper bekommen. Halleluja, von mir bekommst du das. Und es wird gestehen, statt des Wohlgeruchs wird Moder sein und statt des Gürtels ein Strick, statt des Lockenwerks eine Glatze. Die Haare gehen aus. Und statt des Prunkgewandes ein umgürteter Sack, ein Brandmal statt Schönheit. Wir werden älter. Wir werden alle älter. Auch die, die jetzt noch jung sind. Und wisst ihr, es ist gut, sich darauf vorzubereiten. Es sind harte Zeiten, schwere Zeiten. Und man kann sehr alt werden. Aber wenn man alt wird, dann wird man auch schwach. Und wisst ihr, wir können darüber klagen und jammern und sagen, das ist ja alles ganz schlimm. Ich will bloß nicht abhängig sein und will nie und nimmer dies und das und das und das wollen wir dann alles auch nicht. Aber Geschwister, ich glaube, da ist eine göttliche Logik dahinter. Dass er das zulässt, dass unsere Haare ausgehen, dass unsere Schönheit verblasst. Da ist eine göttliche Logik dahinter. Weil er uns vorbereitet auf die Ewigkeit. Weil er uns, ja, es ist ein Stück Demütigung, Geschwister, ja. Aber David sagte im Psalm 119, es ist gut, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Ordnungen lernte. Vers 25 und 26, deine Männer werden durchs Schwert fallen, deine Helden im Krieg, da werden ihre Tore klagen und trauern und vereinsamt sitzt sie am Boden. Und an jenem Tag werden 7 Frauen einen Mann ergreifen und sagen, wir wollen unser eigenes Brot essen und uns mit unserem eigenen Mantel bekleiden, wenn nur dein Name über uns ausgerufen wird. Nimm unsere Schmach hinweg. Also großer Männermangel aufgrund des Krieges, aufgrund der Verschleppung, das ist eine
Voraussage auf das, was passieren wird im babylonischen Exil bei der Einnahme Jerusalems. Und es ist so im Krieg, immer wieder, auch jetzt wieder. Furchtbar ist es. Aber wir gehen weiter. Wir bleiben da nicht stehen. Wir gehen weiter in Vers 2 von Kapitel 4. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde und zur Herrlichkeit sein und die Frucht des Landes zum Stolz und zum Schmuck für die Entkommenen Israels. Der Spross des Herrn. Das ist nicht einfach irgendwas, sondern das ist Jesus. Der Spross des Herrn. Das können wir lesen zum Beispiel in Jeremia 23, Vers 5. Da sagt Gott, siehe, Tage kommen, spricht der Herr. Da werde ich dem David einen gerechten Spross erwecken. Der wird als König regieren und verständig handeln und Recht und Gerechtigkeit im Land üben. In Sacharja gibt es auch zwei Stellen, wo von dem Messias als, na, da wird ihm der Titel, der Spross gegeben. An jenem Tag wird der Spross des Herrn zur Zierde werden. Was ist dieser Spross? Lass uns mal in Johannes 12, Vers 24 nachschauen. Johannes 12, Vers 24. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Der Spross des Herrn, die Frucht des Landes. Da ist ein Korn, das gesät wurde in die Erde und das aufgesprost ist und Frucht bringt. Dass unser Herr Jesus, der sich selbst hingegeben hat in dem Tod, der uns gedient hat und sein Leben als Lösegeld für viele gegeben hat, der sein eigenes Leben in den Tod gegeben hat und dadurch Frucht bringt. Wer oder was bringt hier Frucht? Was ist die Frucht? Liebe. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Aus Liebe hat er sich hingegeben. Und was wird aus der sich hingegebenen Liebe? Was entsteht daraus? Mehr Liebe, mehr Frucht. Das ist der Schmuck, das ist die Zierde, womit wir uns schmücken. Die Frauen können das auch nochmal nachlesen, wenn ihr das wollt. Das ist in 1. Petrus 3, was der wahre Schmuck einer Frau ist. Sanftmut. Wisst ihr, dass das eine der wesentlichen Charaktereigenschaften unseres Herrn ist? Jesus sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Selig die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben. Das ist ein Schmuck, mit dem man sich schmücken kann. Jesus ist unser Schmuck. Mit Jesus kann ich mich schmücken. Aber nicht in dem Sinne, dass ich dadurch groß und stark werde. Nein, mit Jesus werde ich eher zum Idioten in dieser Welt. Du glaubst an Jesus? Ja, ich glaube an Jesus. Ich vertraue ihm in meinem Leben. Ich folge ihm nach. Und wenn ich darüber zum Deppen werde, okay. Aber er ist mein Schmuck, er ist meine Ziele.
Und es wird geschehen, wer in Zion übrig geblieben und wer in Jerusalem übrig gelassen ist, wird heilig heißen. Jeder, der zum Leben aufgeschrieben ist in Jerusalem. Wisst ihr, das ist das, worum es Gott geht. Es geht ihm nicht darum, eine äußerlich schöne Gemeinde zu haben, eine äußerlich große Gemeinde zu haben, eine äußerlich tolle Gemeinde zu haben, wo alle, die darauf schauen, sagen, boah, das ist ja toll. Sondern er wünscht sich eine Gemeinde, die heilig ist, so wie er heilig ist. Die abgesondert mit ihm lebt, für ihn lebt. Die so, ja, die sagt wie Paulus, alles, was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen, weil ich ihn so sehr liebe, habe ich weggeschmissen. Wenn der Herr den Kot der Töchter Zions abgewaschen und die Blutschuld Jerusalems aus dessen Mitte hinweggespült hat, durch den Geist des Gerichts und durch den Geist des Ausrottens, dann, was ist der Kot der Töchter Zions? Die 3x7 Sachen. Ist interessant, wie Gott das beurteilt, oder? Wenn die dicke Schminke abgemacht wird und das wahre Gesicht zutage tritt. Aber Gott liebt nicht das geschminkte Gesicht, sondern er liebt dich, deine Seele, wie du wirklich bist. Das, was wirklich in dir ist. Und er hat keine Angst vor dem Elend, was da drin ist. Nein, er ist hinabgekommen in den Staub, um die Elenden aufzuheben. Darum ist er gekommen. Nicht, dass du dich selbst irgendwie aus dem Staub auf irgendwie rappelst und versuchst, ein gutes Bild abzugeben. Nein. Jesus ist gekommen, um uns aus dem Staub unseres Elends aufzuheben, aufzurichten. Da, wo du Angst hast, da, wo du dir Sorgen machst, da, wo du schwach bist, da, wo du verletzt bist, wo du traurig bist, wo du die Welt nicht mehr verstehst, wo du nicht klarkommst im Leben. Gott liebt dich, er sieht dich und er möchte dein Tröster, dein Retter sein. Er möchte dich heilen, er möchte dich aufrichten, er möchte dir Segen geben. Er ist die Liebe in Person, die sich ausgießen will in dein Herz, damit du durch ihn aufgerichtet, gestärkt, groß gemacht wirst. Aber dafür müssen wir aufhören mit diesen Versuchen, uns selbst groß zu machen. Dafür müssen wir aufhören mit diesen Versuchen, uns selbst Wert zu geben. Weil sonst laufen wir, na, sind wir wieder verloren, wie der zweite Verlorene. Wir sind im Haus des Vaters. Wir sind alle Zeit bei ihm. Und dennoch sind wir so weit weg. Gott will das alles abwaschen durch seinen Geist. Uns reinigen davon. Dann wird der Herr über der ganzen Stätte des Berges Zion und über seinen Versammlungen eine Wolke schaffen, bei Tag und Rauch sowie Glanz eines flammenden Feuers bei Nacht. Das ist wie bei Mose und bei dem Volk Israel, die Wolke der Gegenwart Gottes, Tag und Nacht. Denn über der ganzen Herrlichkeit wird ein Schutzdach sein und ein Laubdach wird zum Schatten dienen, bei Tag vor der Hitze und als Zuflucht und Obdach vor Wolkenbruch und Regen. Gott ist dein Schutz, Gott ist dein Haus, wo du geborgen bist. Jetzt ist es schon so. Die Gemeinde Gottes, das ist der Tempel des Heiligen Geistes. Gott ist gegenwärtig in dir, in mir, in uns, in unserer Mitte. Aber will es dann später sein, in seinem Volk, in Israel und auf der ganzen Welt? Und das ist das Wunderbare. Er sagt hier nicht nur
über der ganzen Stätte des Berges Zion, sondern auch über seinen Versammlungen. Überall, wo wir zusammenkommen, das ist jetzt schon da. Jesus sagt, wenn zwei oder drei zusammenkommen in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Er ist da, um uns zu trösten, um uns aufzurichten, um uns zu stärken, um uns zu heilen, um uns zu reinigen. Er ist unser Schmuck. Er ist unser Stolz, unsere Zierde, der Spross des Herrn, der Frucht gebracht hat, dadurch, dass er sich selbst in den Tod gegeben hat. Und er möchte uns inspirieren dazu, diesen Schritt auch zu gehen, unser Leben hineinzugeben in diesen Tod. Der reiche Jüngling hat diesen Schritt nicht gemacht. Die vielen Güter, die er besessen hat, auf denen er gesessen hat, die haben in Wirklichkeit auf ihm gesessen und er konnte sich nicht rühren. Aber lass uns doch Jesus als unseren Schatz entdecken, als unseren Schmuck, sein Wesen, sein Charakter, dass er uns gedient hat. Dass er uns geliebt hat und sich selbst hingegeben hat. Lass uns das entdecken, wie wunderbar das für dich, für mich ist, seine Liebe. Und dann uns inspirieren lassen, ihm darin nachzufolgen und alles andere wegzuschmeißen. Wie Paulus sagt, was mir wichtig war, was mir wertvoll war, das hat keine Bedeutung mehr für mich heute. Sondern Jesus, Jesus allein. Jesus, wir danken dir. Du bist gekommen. Und hast dich ganz hingegeben, bist als unser Stolz und unser Schmuck, der herrliche, reine, heilige Sohn Gottes, ist in diese Welt gekommen, um ein Diener zu sein, um uns Sündern zu dienen, um uns herauszulieben aus unserem Elend. Aus unseren kläglichen Versuchen, uns selbst Wert zu geben. Herr, reinige du uns davon, reinige mich davon, Herr. Herr, und lehre mich mehr und mehr, dass ich erkenne, wie reich ich in dir bin, wie gesegnet. Herr, fülle du mein Herz neu mit deiner Liebe. Herr, du hast mich so sehr geliebt und du liebst mich so sehr. Du liebst uns alle so sehr. Lasst uns neu begreifen, die Weite, die Höhe, die Tiefe, die unvorstellbare Liebe Gottes. Jesus, bitte wirke du in uns durch deinen Geist, reinige du uns und erneuere uns in unserer Liebe zu dir und rüste uns aus für diesen Tag, für diese Woche, für diese Zeit, in der wir leben. Herr, du möchtest das, du möchtest uns so in deine Nähe ziehen, du willst uns so reinigen. Warum? Damit wir deine Zeugen sind. Damit unser Leben erfüllt ist von deiner Liebe und dass auch andere von dieser Liebe gesegnet werden, dass andere zu dieser Liebe gezogen werden. Und ich bete echt, dass du das wirkst, dass es auch ganz praktisch wird heute, in den nächsten Tagen, dass wir uns inspiriert werden durch deine Liebe zum Dienst, Herr. In aller Freiheit, in aller Freude. Danke, dass du uns dazu segnen möchtest. Amen.